Guten Morgen, liebe Leute, und Prost, der erste Schluck von meinem Guten Morgen Kaffee. Zum Thema Diebstahl gleich die zweite Runde. Ich klopfe gerade meinen Wagen aus, draußen den Kinderwagen, drehen auf den Kopf, purzelt eine Brieftasche raus. Ich hab den mal ausgeklopft. Eine leere Brieftasche, also mit allen Papieren aber. Moin, verkaufst du auch Schläuche? Bei großen Türen. 28er. Also ist das die Preise? 47 mm. Steht dann 47,642. Ja. Und das ist die? Ist 42,635. 42,635. Wo bist du das? Natürlich. Ja, 42,635. Ah, ja. Natürlich. Okay. Das ist immer ein System, schau. Wenn du nach vorne bist, deswegen steht auch eine Nummer. Ah, okay. Ja. Wenn sie dann jetzt noch für jeden Schau präzise das Maß herstellen würden, dann hätte so ein Fahrradhändler 50 verschiedene Größen sind irgendwie da. Ja. Macht ja keinen Sinn. Ist ja Gummi. Ist ja immer so. Das kommt von. Ja, genau. Hast du 1 Euro vielleicht? Guck mal. Oder gibst du mir das überhaupt was? Nee. 50 Cent. Wollhamster. Eine Tüte kommt dann zur Polizei oder so. Naja, so ein Briefkasten kommt der Toni an, wenn das da unten rausfällt und das diese komischen Einsammelburschen sehen, dann ist das doch wieder weg. Ja, haben sie noch unseren Wagen kaputt gemacht oder was? Na, irgendjemand anders natürlich, das ist ja schon eine Weile, das liegt ja offensichtlich schon eine Weile. Ich hab den ja mal richtig ausgeklopft. Ja, das war das unten, unter den Sitzen drin. Ich guck. Der ist natürlich nicht mehr drin, aber ich habe auch die ganzen, das ist ja typische Frauenportemonnaie, Kassenzettel ohne Ende drin. Typisch Frau, wa? Und hier sind alle aus Lübeck, Studentenausweis aus Lübeck, alles noch gültig, auch, also von der Zeit her. Auch die Karte, die letzte Karte, die da ist. Tourist, deswegen bin ich davon aus, ja, ein Tourist. Aber es muss trotzdem schon eine Weile liegen. Wann sind denn die letzten Kassenzettel? Na, die Kassenzettel habe ich nicht im Datum durchgegangen. Das ist alles aus Lübeck noch. Deswegen, ich krieg's sowieso nicht. Wenn man guckt, ob sie hier wohnt oder nicht. Müssen sie auch auf der Wache aufnehmen. Wolfgang, Neuigkeiten, loskommen. Jetzt ja, fortschrittlich vorgetragen von dem besten Leser der Straße. Jetzt ist noch müde. Na, was heißt müde? Ist zu hell. Ist zu hell, genau. Die können auch nicht gucken. Ja, ich sag, ja. Wenn sie so frisch sind, kriegen sie die Augen nicht auf. Das ist wie so Hundewelpen. Ja, war die frisch, ja. Immer Berliner Leihfahrräder. Wenn man mir Fahrzeuge auf die Straße macht, die großen Vergleiche. Alle Anbieter, alle Preise. Ja, das ist gut. Die gibst du mir, wa? 15.000 Leihräder, 5.300 Leihautos, 2.400 Leih-E-Roller, 2.000 Leihroller. Moin. Anmeldegebühr. Hast du deine Frühstücke hier? Ja, das ist schon gegessen. Das ist schon gegessen. 1,50 € die halbe Stunde. 1 € die halbe Stunde. 1 €? Also 2 € die Stunde. Das ist ja teuer. Das ist wichtig, Wolfgang. Das brauche ich mal. Ah, die Zeitung oder was? Die Seite. Mit den Fahrrädern. Das musst du mir mal hinterher heben. Schmeißt ja eh weg, wa? Kannst du da ja bringen? Ja, mach mal. Sei mal so gut. Bring mal her. Jump. Jump kostet 10 Cent die Minute. 10 Cent die Minute, 60 Minuten, 6 €. Richtig? 10 Minuten 1 €. 6 € die Stunde. 2 € die halbe Stunde. 4 € die Stunde. Nur, dass das hier gleich abgestellt hat. 4 € die Stunde. Oh, muss ja alles umrechnen. Das sind 3 € die Stunde. Alter, ich bin billig ohne Ende, ey. Ich bin billig ohne Ende mit diesen Leihrädern. Ja, Leihräder müssen wir weitermachen. Also, moin. Köpenicker Forst brennt schon wieder. 10 Hektar Waldboden hatten gebrannt. Boah. 50 bis 100 Feuerwehrleute sind zur Brandwache vor Ort. Einfach nur nach dem Brand. Wieder keine Sicherungsverwahrung, Kinder mehr oder CWS? Ist doch der vorne. Ja. Wieso und das nicht? Ach, ist ich nicht. 2 Kindermörder sind nicht genug. Und wieso? Na, 15 Jahren kommt. Wieso? Wieso? Mit welcher. Wieso? Wieso? Wieso kommt so weit ab? Oh, ist das schlimm, ey, okay, ey, Mann, ey, nee. Ich kann dick ausrasten. Alle bekloppt. Klauen, stehlen, machen, tun, alle. Bring mir, sei mal so gut, bring mir die mal nachher. Ja, ich komme dann nachher wieder später, ja. Lies sie erstmal und dann hänge ich mir das hier an, damit die Leute mal einen Durchblick haben. Eine Idee. Sind ja gestern Abend hier noch, die sind erst Abend um 9:30, 10 noch rumgerollt hier mit ihren Dinger, die einfache auch hier. Ja, nee, ich meine ja die E-Roller. Ja, die kleinen hier, diese die auch, und dann die mit dem blauen, wo die schwarz, wo drin stehst, und die kennst du, die Dinger auch da. Hinten haben wir eine Lampe drin und vorne ja nicht, da sind so Räder. Hast du auch schon gesehen. So zwei Räder, die so, naja, gut, ja. Die sind auch jetzt Abend hier rumgefahren, mit auf dem Fahrer. Was haben wir denn da? Ist das für mich auch? Ja. Luftpaket. Langenhagen. Kann man ja reingucken. Ah! Pumpe. Eine Standpumpe. So groß? Meine Pumpe ist gekommen. Vom Wehrdienst. Wehrdicht. Ach, wo ist denn jetzt dieser Schlüssel? Die legen mal alle weg, alle die verloren. Also unten muss ja nicht vielleicht hochgenommen zufällig. Ja. Oder so. Okay. Ja, ich bin leider nicht so weit. Ja, ich glaube, ich leg's immer noch mal an. Was hast du für das selber? Ja. Ja, kann ich mich erinnern. Auch. Und auch die da, die da kommen. Dann war ich erst so. Glaube ich morgens manchmal. Ja, morgens. Mit flotten Otto. Ein Bierchen, ne? Ein ordentlicher Bierschiss. Was muss der noch nach oben haben? Ziemlich viel. Steht das hinten oder in der... Nein, dass der Gang frei wird, ist sauber. Ziemlich viel. hör auf, hör auf. Hör auf. Ich krieg die Krise. Oh Mann, ey. Schön, dass du dich so amüsierst. Ja, ist heute ein guter Start in den Tag. Hast du schon mal jeden Tag mit jemand abschaffen? You made my day. Letztes Mal haben wir ja schon nicht gefilmt, ja, aber ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen konnte. Da oben, komm mal mit, komm mal mit. Du kennst das ja, Tauben, aber nochmal so. Da oben, da hängen die Ärsche von den Tauben raus. Und das ist jetzt schon das zweite Mal. Und so oft bin ich doch gar nicht hier. Einmal haben sie mir letztens auf die Schulter oder so geschissen. Man sagt ja, das ist ja Glück, aber langsam stinkt's mir. Aber, also. Jetzt macht es für ein wunderschönes Bouquet. Schade, dass ich nicht so abergläubisch bin. Auf dem Kopf direkt eine Blombe. Ja. Ja. Schon wieder. Eben, der stand diesmal auf, ich stand auf seiner Position. Ja. Letztes Mal und jetzt haben sie ihn angeschissen. Also aber immerhin haben sie mich umgetroffen, weil jetzt so, er hat ja eine Glatze. Abgesplittert. Abgesplittert. Als die auch mal geschissen haben. War die sauer auf mich, als ich gelacht habe. Wir müssen mal fotografieren und ich gucke, ob das die gleichen sind. Ja, das sind die gleichen. Gerade wenn ich gestern so gelacht hätte bei der Story, ob das auch so bei dir angekommen wäre, so entspannt. Das ist aber jetzt auch nicht so dramatisch, was dir jetzt gerade passiert ist. Das ist relativ, aber stimmt schon. Außerdem mag ich Menschen zum Lachen bringen. Also. Ja. Das ist nicht böse, ich wurde oben mit angeschissen. Ja. Ich bin ein Angeschissener im Ganzen. Das schwarze Fahrrad, was da entsteht, soll das auch hoch? Mit Korb? Hallo, moin. Ist Malis bei dir hoch? Will er gar nicht. Hey Andrea, hallo Malis. Na? Ich wollte fragen, ob du was zum Einkaufen schaust, irgendwie irgendwas aus dem Supermarkt. Schon einen Abend, wo man eh keinen mehr erreichen kann, ne? Ja, ich war, glaube ich, 50 Minuten in der Hotline. Okay. Das ist super. Das hat nochmal so viel gekostet. Das war nicht schön. Komisch aus. Ja, das klingt auch. Ich muss mal konzentriert gucken, das muss mal ganz anders. Aber die macht ja eine halbe Quart. Fast eine halbe Quart. Laufrad. Laufrad auf dem da muss man gucken, aber du fährst wie lange, wie lange hast du es denn? Nur heute? Ja, nur heute. Ah, okay. Eine schöne Muschel. Und dann gibt es noch so eine Steinmuschel, die sind sehr komisch. Und hier ist noch eine Sandburg gebaut. Cool, Papa, ich bin fertig. Ja, 3 Kugeln Erdbeereis und bla bla bla. Aufgenommen. Oh. Papi, wir haben Pizza heute gekauft. Nein, aber Papi. Sie hat nach Pizza gebettelt. Nein? Sie hat Pizza. Das ist Pizza. Wir haben keine Chips. Ja? Pizza. Wir müssen das nach Hause bringen. Nach Hause. Ein Uhr ist es. Links wollte kommen hier. Weißt du, Felix. Felix wollte eigentlich vorbeikommen. Spätestens 1. Und das ist wieder so Tag 3 und das war's. Wie immer. Schauen, ob er sich aufraffen kann noch. Wenn er heute nicht kommt, kommt er erstmal wieder ein Jahr nicht mehr. Hat die geklappt? Ja, hat super geklappt. Ja, vielen Dank. Wunderbar. Die sind schon toll, die Kunden hier, die du hast. Danke dir, ne? Ja, bitte. Machen wir den mal hier auch verkaufsfertig. Okay, ja. Hi. Ja. Kannst du mit 5 Euro wechseln? Nein, 10 haben wir jetzt nochmal eine gleiche Form. Was hast du? Das sind schon 10 Euro. 17 Euro? Ja, extra abgezählt. Hast du nochmal 18. Oh Gott. Oh Gott, mal du mal. Ja, kann das nur so gehen, wie die Leute gehen. Ja, ist klar. Und schon. Ich bin fast zusammengeklappt, da waren wir schon in der freien Sonne. Was machst du am Tag? 30? Ja, gestern habe ich 60 Euro gemacht. 60? Ja. Weil ich auch richtig gut bin, war ich auch mal 70 bis 80. Wow, das ist gutes Geld, oder? Ja. Mit Essen und Trinken reichen die nicht dazu. Wie meinst du? Hat er so Christ? Essen und Trinken? Letztens bei der Kaufhäuser. Geben sie dir was? Zug, kommst du noch quasi gratis über den Tag? Ja. Na und packst du was davon beiseite wenigstens? Ja. Wirklich? Ja. Und sehr erzählen jetzt. Nee, mein Gott. Danke. Da kann man Hose zaubern. 5. 2, 4... Nee. 6, ne? Was denn? Ich dachte, meine Hose kann zaubern. Entschuldigung. Jawohl. Stimmt, ja. Alles super. Schönen Tag dir noch. Ja, dir hoch. Ja. Ciao. Ja. Habt ihr gehört? Der Schnorrer. €50 am Tag, Minimum. Ja? Nein, ja, no. Ab. Da. Ja, war's. Mensch! Oh Mann, Mann. Wann haben wir mit dir gerechnet, du? Sorry. Ja. Ich schon, nur... Du hast mit dir gerechnet? Nein, immerhin. Ja, war Wolfgang schon hier, hat mich gerade schon angepflaumt. Der war noch nicht hier. Hat er dich angepflaumt? Ja. Ach, der war mal wieder ein bisschen spät, weil ich ihm gestern Abend auch noch erzählt habe. Ja, morgen und so, morgen ist mein... Ach so, naja, da hast du dich selber angeflaumt quasi. Ja, denke ich auch. Hättest du nicht gesagt, hätte er nicht gesagt. Okay, theoretisch. Ja, kannst anfangen. Ja, wäre schön, wenn ich anfangen könnte. Ja, kannst du. Ja. Ah, bei dir bis jetzt? Genau, das ist nicht... ja, ich weiß, dass ich nicht 5 Stunden jetzt noch durchhalten würde. Also, wenn ich 1 Stunde jetzt weg hier... Du bist ja mal eine Stunde weg, du willst. Ja, letztes Mal habe ich es 1 Stunde und 15 Minuten geschafft. Ja, nee, aber diesmal ist ich ja nicht noch in Sozialladen und sonst was. Eine Dauereinrichtung wird, dann verstehe ich auch. Ich habe nur... Ich meine, du musst dich auch bessern ein bisschen. Du musst ein bisschen irgendeine Lösung müssen wir finden. Ich bin, wenn du Bock hast. Ich bin ja fitter als wie das letzte Mal, wo ich hier, da habe ich ja keine 3 Stunden durchgehalten. Ne? So, aber es soll ja auch nicht wieder einreißen. Ja. Na dann, mit der Ermahnung, nee, ist ja auch wichtig, dass du das sagst, weil es ja, ist ja nicht normal. Ne? Ja. Ja, erstmal kommen und dann, ja, toll, ne, weißt du dich nicht. Wenn ich arbeiten und dann weißt du nicht, komm ich nicht. Naja, dann schaffst du das Ding, das ja auch, du schaffst ja dann wieder nicht. Weißt du, du schaffst es ja nicht. Du weißt ja selber, dass du noch langsam bist. Und dass du dir das eigene Ziel, was du dir steckst, solltest du ja auch vielleicht für dich erreichen. Darum geht's ja. Okay, wenn du jedes Mal wieder so rumkribbelst und am Ende wieder unzufrieden bist, das ist doof vielleicht für dich, weißt du? Okay, gut. Nein, ich weiß nicht, was ich vorhabe jetzt. Das soll eigentlich dabei helfen. Brauchst du einen Zwang jetzt? Oder was willst du denn für Zeug? Ja, also damit ich 6 Stunden durchhalte. Aber es hält natürlich dann auch den ganzen Tag. Dann brauche ich nachher nochmal wieder. Zeiten. Dass ich hier vorne stehe und schraube, ist ja wie vor ein paar Jahren noch. Was los, alter Mann? Hä? Gar nicht. Tust du so, als würdest du nicht angesprochen, oder was? Doch, doch. Naja. Du bist ja mit beschäftigt. Felix labert da hinten auch schon wieder rum. Bitte? Wolfgang, geh runter. Felix wartet auf dich, sagt er. Wer wartet? Felix. Felix? Felix. Ich denke, ich hab ihn ja gesehen heute. Ich denke, ich habe ihn gar nicht gesehen heute, sagt er. Soll ich übersetzen oder kommst du? Ich komme, ich komme ja nicht. Was, jetzt trefft ihr euch einfach in der Mitte oder was? Also Wolfgang kommt jetzt die Treppen runter. Ich komme die Treppen hoch. Wenn er kommt die Treppen hoch, muss Wolfgang wieder mit hochtragen, das schafft er sonst nicht. Du bist ja normal. Okay, gut. Habt ihr die Übertragung? Achso. Was für ein Ding? Nein, hier, hier. Aber dir ist das doch noch alles. Mein Fanclub. Nein, Wolfgang. Ja, meine Fans kennen das ja schon. Nee, das kannst du vergessen. Oh, oh. Wenn es jetzt noch mehr kaputt geht, ist ja. Nee, ja. So schlimmer geht nicht. Brauchst du nicht. Ja, macht für mich da ja keinen Unterschied. Jetzt Treppe? Ja. Die sind also richtig teuer eigentlich. Also der kostet uns 10er. Obwohl er hier an der Seite aufgeht, aber das ja. Der ist. Die sind scheiße teuer. Das sind 60, 70 Euro. Ja, also für den 10er würde ich ihn. Also bau den an und dann. Den habe ich hier rein. Also das ist dann. Komm, Wolfgang, draußen nicht. Doch, na mal langsam. Ich fange dich nicht auf, deswegen. Was hast du denn Arbeitsplatz hier hingebaut, ja? Nein, einen zweiten Arbeitsplatz, klar, da kann er dann ruhig schrauben, weißt du, das ist ja dann hoch. Jetzt habe ich, so war ich ja schon mal hier vorne. Ne? Ja. Ist ja auch nur so ein bisschen Schrauben. Ja, danke. Ach, hast du jetzt rausgerissen? Ja, weil ich da auch noch was haben wollte. Da war der Winterbuch-Teile, wo die Winter und das andere. Hat du viel Fahrrad haben wolltest. Ja, genau. Wollte ich Besuch heute? Mhm. Ja, ich habe immer keine Zeit für sowas. Nee, ich ja. Ich muss ja leider hier im Laden sein. Also aber die haben wir jetzt schon bestimmt fast 3 Jahre nicht mehr gesehen. Das ist mein bester Freund. Der kam ja erst um 3 Uhr an, heute kurz vor 3 Uhr. Na, jetzt meckern die rum. Wir meinen, ist er da. Ja, ich dachte dann, und ich da ein bisschen mit dir, ich sei zu spät. Immerhin ist er da. Na ja. Na Felix? Das war anders geplant, ja. Ich darf nicht so viel planen, einfach machen. Genau, also nicht so viel nachdenken. Ja, so ist das, ja. Der Wolfgang hier vorne ist schwierig mit dem Sitzen, wa? Genau, also man kann sich hinten bei ihm hinsetzen, da? Oder? Ja, mal hinter ihm. Oder hier vorne musst du halt stehen, wa? Ja. Nee, auf der Treppe setzen. Nee, das ist doch zu kalt. So, und das da. Das ist mein Wetter. Wolfgang macht nochmal den Wetterbericht. Ich bin aus dem Osten. Wer wird sauer? Hey, ist nicht so schlimm, wa? Wolfgang wieder. Ist nicht so schlimm. Pack mal nach hinten. Fakt ist, ich baue hier den Rahmen auf. Ich lasse das Blech dran, den Sattel haben wir schon drauf. Das Blech lasse ich hier dran, das poliere ich noch ein bisschen, das finde ich toll. Die Kette wird auch poliert, gereinigt. Wird am Ende richtig schick aussehen wieder. Neue Laufräder. Fertig. Hat doch mal was für Zeiten, was? Ja. Ja, doch. Das ist nur gut. Manchmal ist es beim einmal wieder besser, beim nächsten Mal wieder schlimmer. Ja, das Zucken hier darfst du mal nicht beachten, ne? Ja, achso, wegen der Delle. Ja. Das brauchst du noch nicht mehr. Nee, machst du schon. Mach mal einfach. Okay. Ja. Dann können wir gleich Dienstag wieder rausfahren. Ja, ist ja auch praktisch, dass man mit der U-Bahn direkt ankommt und nicht noch mit der S-Bahn. Ich hab hier für den Einkauf, ich hab hier alles in der Nähe, was ich brauche. Ich hab Karstadt hier, ich hab Netto, alle Lidl, Netto. Ich freue mich, ich bin richtig auf irgendeine Art glücklich. Ja, das ist doch schon mal was. Ja. Ja. Ich habe hier das Umfeld hier, ich kenne den Thomas hier schon ein paar Jahre. Ja. Das kann ja schon mal nicht jeder sagen. Seine Familie, also wie gesagt, die ganze Gegend. Die ganze Gegend ist wie eine Familie fast. Na gut, ich geh mal kurz einen rauchen. Letztliche Stellung. Pass auf, dass. Ich komme nicht raus, mal kicken, was da draußen los ist. Ja. Mir tut da schon der Arsch weh. Ja, und die Hose rutscht mir hoch. Okay. Dann wird höchste Zeit, ne? Mittagessen. Ach nee. Neuer Gürtel. Hast du schon gefrühstückt? Machst du so weit auf? Frühstücken? Klar. Echt immer jeden Tag. Ja. Ich beneide Leute, die Hunger haben morgen. Das kann man ja eigentlich nicht beneiden. Hast du viel Hunger? Ich hab morgens, wenn ich aufwache, so gut wie nie Hunger. Also, hätte ich mal gerne und so aufwachen und dann richtig, mir knurrt der Magen und jetzt was essen. Das macht bestimmt Spaß, denke ich. Ja. Morgens schön frühstücken, ein paar Spiegeleier. Ja, mit Speck und Bohnen. Mit Speck? Ja. Ja, da liegt auch drauf. Das ist aber komischerweise nie der Fall.